und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit unserem Modpack. Ich stehe immer noch, wo ich immer stehe. Erschreck mich doch nicht so. Gerade wollte ich das sagen. Aber ist doch schon mal schön. Ihr fragt euch, warum Stitchen heute nicht anmoderiert. Das habe ich mir spontan einfach mal überlegt. Gut, dann fahren wir jetzt mal weiter. Kupfer, was ich am Ende der letzten Folge noch gefunden habe. Und los geht's. Du darfst auch gerne etwas Sand mitbringen. Sand. Und Gravel, falls wir keins mehr haben. Sand und Gravel. Wenn du mir nochmal verrätst, wie ich mich morphen kann. Mit der Taste neben Backspace. Au! Nicht so laut. Scheibenkleister. Ich bin gerade in eine Höhle gefallen. Ist ein bisschen dunkel, ja? Ja, ein bisschen. Wie gesagt, die Taste neben Backspace. Und dann kannst du mit der weiter durchschalten und mit der daneben hoch. Auf Backspace sollst du nicht drücken, weil dann löschst du die Einträge. Ist nicht so toll. Und mit Enter kannst du dann morphen. Oder mit Escape abbrechen. Ich habe eine Höhle gefunden. Oh, super. Ich hätte jetzt gesagt, markiere sie, aber nicht hinpinkeln. So. Da bin ich reingefallen. Gut, kann man die Schmelze nicht ganz voll machen, aber nicht so schlimm. Dann hauen wir einfach mal noch das Eisen da rein. Eisen und Gold macht sich nicht zusammen. Gut. Das Gold wartet da drin. Oh, wir haben Pfeile jetzt. Da lohnt sich dann, den Bogen mitzunehmen. Bogen. Gut. Mal wieder zu ungeduldig. So, den Rest, das brauchen wir erstmal nicht. Die Bücher. Lies. Hallo. Lass mal die da. Gut, ich möchte ein bisschen was erklären. So, nicht zu viel reden, Mäuschen. Danke. Ja, ja, ich fahre mir die Höhle ab. Ja. Gut. Auf jeden Fall, Schmelz haben wir jetzt, habe ich schon ein bisschen erklärt. Aber was macht man dann damit? Und zwar der zweite Teil von diesem Mod, ist nur ein Mod, glaube ich, beschäftigt sich damit, Waffen herzustellen. Aber nicht irgendwelche, sondern sehr lustige teilweise. Dafür benutzt man diese ganzen Tools. Prinzipiell zum Beispiel normale Äxte und Schwerter und Pickaxte und so weiter. Aber auch Hämmer und eine Pfanne kann man auch zum Kämpfen benutzen. Und so ein Zeug. Oder einen Bogen und eine Armbrust kann man auch bauen. Aber das nicht nur aus einem Material, sondern man kann das aus ganz verschiedenen Materialien machen. Das heißt, man könnte sich ein Schwert aus Papier machen, wenn man das will. Oder aus einem Kaktus und so weiter. Bringt natürlich nicht so viel, aber prinzipiell funktioniert das. Das wird mir präsent noch. Dafür macht man sich als erstes gleich. Hier mit dem Stencil Table verschiedene Teile. Man muss ganz nachgucken, was man braucht. Für die Spitzhacke brauche ich zum Beispiel dieses Zeug und natürlich den Pickaxe-Head. Und das war's erstmal. Dann geht man zu dem Part-Builder. Das kann man hier übrigens reintun. Hier wird es nicht angezeigt, aber bei der Kiste da unten. Ja, da liegt das da drin. Und dann kann man hier mit Stein zum Beispiel so ein Toolrod herstellen. Da steht dann auch immer wie stark oder wie viel Material man braucht hier. Material kosten 1. Und 1 bedeutet ein Block sozusagen. Und dann habe ich diese drei Teile. Schon wieder dunkel? Kann sein. Und was mache ich jetzt mit den Teilen? Ich könnte jetzt direkt daraus was basteln, das zeige ich aber gleich. Oder im nächsten Schritt, sozusagen in dem stärkeren Zeug, was man macht, muss man die guten Materialien oder alles, was so Eisen und so weiter ist, muss man über die Schmelze jagen und dann schmelzen. Das heißt, das habe ich jetzt da reingelegt und gieße mir eine Form. Das muss ich mit Gold machen oder das kann man auch mit Aluminium machen. Aluminium Plus geht, glaube ich, auch. Und dann ist jetzt so eine Form entstanden hier. So also eine Negativform sozusagen, wie man das auch in echt macht. Also früher, wenn man was hergestellt hat, hat man sozusagen immer Negativformen gemacht und dann entsprechend damit das Ganze. Eigentlich, also das eine habe ich jetzt sinnlos gemacht, mehr oder weniger, weil das brauche ich eigentlich nicht, das Binding, weil für das Binding benutze ich meistens was Spezielles, sondern und zwar Papier bei der normalen Pickaxe, weil man kriegt da ein, weil Papier ist gar nicht so schlecht, also an sich ist es schlecht, aber es gibt einen zusätzlichen Modifier.
wenn ein Teil aus Papier ist. Das heißt, man kann einen zusätzlichen Effekt dann später noch draufbringen. Zeige ich euch natürlich noch alles. Kannst du mal bitte schlafen gehen? Natürlich, musst du nur sagen. Komm rein ins Bett. Sehr, sehr nice. Oh, ich sehe dich auf der Karte oben. Good morning, rise and shine, everyone. So, da ich jetzt negative davon gemacht habe, kann ich natürlich das auch verarbeiten. Um es einfach mal zu zeigen, das werde ich dann nicht benutzen, das Tool, aber um es einfach mal zu zeigen. Ja. Dann kann man hier oben auswählen, was man herstellen möchte. Das sieht man auch, was man braucht. Zum Beispiel so ein Bolt hier. Da kann man verschiedene Sachen machen. Ein Bogen. Ach nee, das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil, ist kein Bolt. Später kriegt man noch mehr, wenn man entsprechend mit Eisen ein Dings gebastelt hat. Einen Toolstation. Nicht eine Toolstation, ein Forge. Toolforge, genau. Das ist nur eine Toolstation. Man könnte auch ein Battle Sign machen. Das ist so ein Schild, mit dem man angreifen kann. Ja. Oder ein relativ gutes Schwert, Breitschwert. Oder ein Teil, wo man hacken und gärtnern kann. Eine gute Schaufel und so weiter und so fort. Das heißt, man könnte hier jetzt ohne Holz sozusagen, komplett aus Stein, könnte man ein Tool herstellen. Man sieht auch rechts, also wenn man mit Shift drückt, sieht man entsprechend, also mit Control sieht man die Materialien, die verwendet wurden, was die für Effekte haben. Und mit Shift kann man die Endergebnisse sehen sozusagen. Durability von 65. Eigentlich vom... Ah, okay. Das liegt daran, eigentlich hat Stein 131, aber da der Griff auch aus Stein ist, hat es nur 0,5. Das heißt, ich hätte da jetzt besser Holz verwendet, um die Haltbarkeit hochzubringen. War ein bisschen doof von mir. Oder ist doof. Könnte man jetzt ersetzen, aber da ich das eh übrig habe, mache ich das einfach mal. Ne? Jetzt müssen wir die gute nehmen. Und es steht auch da, was man abbauen kann. Mining Level Iron. Das heißt, man kann maximal Eisen abbauen. Das ist nicht so toll. Gibt noch höhere, aber es war nur zum Zeigen. Und was man in diesen Tools auch machen kann, also wenn ich hier zum Beispiel was abbaue, wo macht es denn Sinn? Zum Beispiel hinten. Ja, hat einen recht angenehmen Mining Speed von 4,05. Und dann gibt es dieses Stonebound Bonus. Das ist ein Maximum von 1,28. Das heißt, desto weiter das Tool verbraucht ist, also die Abbaudings ist jetzt nicht so hoch hier. Aber Mining Level Iron ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil das bedeutet, man kann auf Level Iron kann man ja sogar Diamanten abbauen. Das heißt, ich könnte mit dem Ding jetzt sogar Diamanten abbauen. Geht's da jetzt hin? Haben wir hier gerade? So. Und ihr jetzt seht, der Mining Speed ist höher geworden. Der war vorhin bei 4,0. Ist er bei 4,49 durch diesen Stone-Bone-Bonus, der maximal bei 1,28 gerade liegt, kriegt man sozusagen, desto weiter das Tool abgenutzt ist, desto schneller kann man damit arbeiten. Ist noch eine Kiste, die ist leer. Ist jetzt nicht so super bei dem Tool, aber bei anderen macht das dann teilweise richtig viel aus. Tun wir das mal in die Kiste. So ein bisschen Müllkiste braucht man nicht mehr. Denn ich will eigentlich... Eieiei. Eine Spinne! Die mag dich wahrscheinlich. What the fuck? Die hat auf mich gewartet. Eieiei. Bringst du mir auch noch Eis und Gravel mit? Eisen, Sand, sag ich schon. Sand. Du, ja, ja, sorry. Sand. Bessere viel? Tools mit Eisen bzw. Stahl. Ich würde gerne Stahl herstellen, bevor ich mir so ein Sand? Tool mache. Keine Ahnung. Ein Stack? Oder wen? Einen halben Stack? Ja, ich wollte ja nur wissen. Ja, so ein halber Stack ist ganz geil. Das heißt, wenn wir schon anfangen, Tools zu machen, würde ich gleich auf richtig gute Tools gehen. Das heißt, wir brauchen dafür Stahl. Relativ viel Eisen, da müssen wir noch ein bisschen was meinen dann. Aber für den Anfang... Ich habe jetzt auch Eisen und Kupfer habe ich auch gefunden nochmal und ganz viel Kohle. Wir haben nicht so viel Zeug, aber wir können auch aus Eisen so ein Tool machen. Weiß nicht, ich glaube, Sand kann man auch besser mit einer Schaufel abbauen, gell? Ich habe aber auch keine Schaufel dabei. Naja, müssen wir jetzt uns eine gute Hacke mitnehmen. So, Mighty Smelting, ich glaube, in Materials and You. Hier steht alles drin, was man so braucht, was ich so machen. Könnt ihr euch alles gerne durchlesen. Aber hier steht auch noch was richtig Tolles drin, und zwar... Das ist das Pferd mit dem Kopf, ja. Das klingt gut. Wenn das Tool sozusagen
was passiert. Er hätte vorhin für den Griff lieber Holz nehmen sollen, weil er hat einen Handle Modifier von 1,0. Das heißt, es ändert sich nicht viel an der Standard Durability. Bei Stein hat man eine 0,5, was nicht so toll ist. Hier steht auch der Mining Speed da. Wie schnell die Sachen meinen. Zum Beispiel Eisen hätte ich schon eine 6 und Stone hat nur eine 1. Ne? Mining Level Iron? Redstone? Können wir Redstone? Oh, okay, dann ist Iron da nicht so gut. Oder hier ein bisschen mehr mit. Flint kann man verwenden, Kaktus. Bone ist auch nicht so schlecht. Obsidian ist nicht so toll, hat aber einen hohen Reinforced-Wert. Das heißt, es nutzt sich nicht so schnell ab. Alumid wäre dann so ein Zwischenteil, was man eigentlich braucht, um Kobalt abzubauen in der Hölle. Denn das kriegt man anders nicht. Das ist eigentlich so dieses, was man aus zwei anderen mischen muss. Das steht in einem anderen Buch, wie man das zusammenmischen muss. Oder man kriegt das gleich hin und holt sich Papier hier zum Beispiel. Ist nicht so toll, Papier, ne? Außer dieses Writable. So, das wäre dann Kobalt, was man in der Hölle findet, hat einen guten Modifier, sag ich mal, und Durability auch. Und es ist mit das höchste Mining Speed. Ja, macht also Sinn, sich, wenn man so ein super schnell Abbautool haben will, Kobalt zu verwenden. Ardit wäre auch sowas. Findet man in der Hölle. Denn das ist eigentlich mit das stärkste Material. Ach, wir haben schon ein Stack. Ist Manyllium. Ja, wie auch immer. Manyllium oder eigentlich sowas so. Was soll das heißen? Geh mal. Hat das höchste Abbaulevel. Also man kann das auch direkt abbauen. Alter, das gibt's aber eigentlich nicht. Wie ist denn hier gewachsen? Mining Speed von 9. Und Durability von 1200. Aber vor allem der Handle Modifier mit 2,5 ist richtig gut. So. Weil damit man verdreifacht fast die Durability von dem Standardteil. Das heißt, wenn man das als Griff benutzt, ist das super geil, das Teil. Dann gibt es noch Bronze. Ist auch nicht so schlecht für eine Zwischenlösung oder irgend sowas. Aber worauf ich hin möchte, ist Stahl. Denn Stahl hat so. Upsa. Ah, requires the smeltery. Okay, das Material braucht sozusagen keine Schmelze. Ah, okay. Ah, das steht da oben drüber. Das ist ja nett. Also könnte man bei Eisen. Ah, braucht auch. Okay, Eisen braucht auch, alles andere nicht. So. Gut. Stahl hat einen recht hohen Mining Speed. Zwar nur 10, also 4 Punkte weniger sozusagen als Kobalt, aber es ist recht schnell. Hat mehr als Manyllium, hat von der Durability 750, was so schon ganz gut ist. Handle Modifier kann man auch verwenden, also 1,3 brauchbar. Und es hat Reinforced, das heißt, es nutzt sich nicht so schnell ab. Scheiße, ich habe mich ausgesperrt. Ah, hast du eine Eisentür gemacht? Ja. Ups. Soll ich dir einen Knopf vorbeibringen? Stone-Tool-Bot kann man auch so herstellen. Das ist ganz geil. Ist ja witzig. Wie ging das? Achso, warte, Moment. Oder soll das einen Hebel haben? Nee, kriegst ein Knöpfchen. Wir haben hier, da haben wir zwei Knöpfchen, einen für innen, einen für außen. Habe ich mich ausgesperrt. Ja, hätte ich dir das vielleicht sagen sollen, dass Eisentüren sehr schwierig zu bedienen sind und prinzipiell teilweise nachteilig sein können? Ja, König. Video. Warte mal. Ah! So, da ist ein Knopf, musst du drücken und schnell durch. Ich mach dir auch die Tür auf. Komm, schnell. Hier liegt noch ganz viel drin, also wollen wir das mal runterverlagern? Oh, hier. Das kannst du auch teilweise hier Pulver lassen. Und so. Ja, wenn du magst. Muss nicht alles, also. Mein Inventar ist eh voll. Warte mal, was kann man hier lassen? Stonebrick. So. Taumium, das kann man später irgendwann mal gebrauchen. So. Das kommt mal in die Müllkiste, brauchen wir nicht mehr erstmal. Gut, wo war ich? Ich war beim Stahl. Das heißt, ich möchte eigentlich Stahl haben.
und daraus meine Tools machen, weil man kann die Tools reparieren. Das habe ich jetzt nicht gezeigt mit Stahl. Das heißt, diese Tools sind nicht einmalig herzustellen, sondern man kann sie reparieren mit dem Material, was man dafür verwendet hat. Muss man natürlich nicht jedes Material verwenden, sondern das, woraus der Hauptbestandteil ist. Zum Beispiel bei einer Spitzhacke wäre es der Kopf oben. Und dann gibt es noch Pig Iron. Auch sehr lustig. Es ist tasty. Du kannst wahrscheinlich essen oder so. Was auch immer. Ein Stack. Und dann kann man noch Kohle. Kann man noch Zusatztools Sachen drauf machen auf die Tools. Also wenn man zum Beispiel so ein Ding gebaut hat, kann man einen Diamant drauf machen. Und dann wird das Mining-Level erhöht auf 3. Also wenn man zum Beispiel was aus Papier gemacht hat, kann man trotzdem dann noch Diamanten damit abbauen. Ganze Kohle raus. Man kann einen Emerald drauf machen. 50% mehr Durability. Richtig geil. Wenn man schon ein hohes Tool hat, kann man damit das nochmal richtig hochsetzen. Wessen haben wir denn? Redstone. Kriegt man für 50er Stack Redstone einen Boost von 4 drauf. Das heißt, würde man das tun, macht das eine Holzspitzhacke so schnell wie eine Standard-Eisenspitzhacke. Ja, dann gibt es noch mehr Sachen. Auto-Repair, Auto-Smelt, so ein Zeug. Luck, also Glück, kann man auch drauf machen mit Lapis Lazuli. Sharpness. Feuer, Narkotik würde den Spieler heilen. Silk Touch. Geben wir mal was. Kennt ihr ja Reinforced. Cool. Oh, wir gehen erstmal schlafen. Obsidian-Platte wäre das. Cool, wusste ich gar nicht, dass das geht. Knockback. Beheading, da kann man Monster enthaupten mehr. Good morning, Sunshine. Ich gehe mal ein bisschen was zu essen farmen. Ja, macht extra Schaden auf Monster, Untote, Spinnen. Was es halt so gibt. Man kann Flux drauf machen, das heißt, das Tool hat gar keine Durability mehr, sondern Creeper. Also Haltbarkeit, sondern benutzt Energie. Oh, Redstone Flux. Kann man einmal das große oder das kleine drauf machen? Bei dem kleinen muss das Tool mit einer Mindestkapazität haben, Durability, und bei dem großen ist das egal. Kostet natürlich auch mehr. Wenn man so macht, kriegt man noch einen Zusatzmodifier drauf. Ist recht teuer, aber lohnt sich eventuell. Oder hier mit so einem lustigen, verzauberten Goldapfel, was auch immer das ist. Ja, renn weg von mir, Kuh. Ein Solid Goldapfel. Und Block of Diamond. Oder mit einem Nether Star. Ich glaube, den kriegt man nur über Admin-Dings. Das wäre so Zeug. Oder das hier. Für Mapmakers kann man dann so richtig fette Tools herstellen. Das ist eher aber dann nicht für uns gedacht. Gut, irgendwie ist die Kiste voll. Irgendwer hat da Spinnenaugen rein und eine Crowbar. Irgendwer hat da Müll reingeworfen in die Kiste. Ich wusste nicht, ob es Müll ist, ich habe es einfach reingetan. Ja, so halb Müll. Ist nicht direkt Müll, aber es kann in die andere Kiste. Nicht in unsere wertvolle. Auch die Seeds. Lecker. Alles, was so pflanzliche Bestandteile hat, das kann gerne in die andere Kiste rein. Gut. Das Schwert kann in die Müllkiste, ist eh fast verbraucht. 29. Gut. So, stellen wir wieder auf Iron um. Wir holen das da raus. Auch verzaubertes Schwert. Oh, ich muss niesen. Oder auch nicht. Oh Mann. Wie bitte? Dachte, ich muss niesen, aber doch nicht. Das ist doch super. Nee, ist nicht super. Das fühlt sich komplett sehr merkwürdig an. Nee, eigentlich nicht. Was? Tun wir in die Höhle? Nur, das heißt, wir brauchen Stahl. Und bei Stahl wird's kompliziert. Hier liegen Pfeile. Es gibt nämlich zig verschiedene Arten von Stahl. Ich hab keine Lust auf die Höhle. Stahl, Find Iron, Stahl. Das sind die ganzen Sachen, die man austauschen kann, sozusagen. Sturdy Steel Gravel, das heißt über Steel Dust, den es übrigens auch in verschiedenen Ausführungen gibt. Im Slack Furnace oder mit diesem Blast Furnace von EC2 kann man das machen. Brauchen wir auch richtig viel Zeug. Mal was
richtig lustig, ist mir alles ein bisschen zu kompliziert. Also, wir brauchen Dust. Steel Dust. Wo bekommt man den her? Confused Powder. Entweder aus einem netter Pick Iron Ore. Das sind wir noch nicht. Aus Steel Erz. Ist ein bisschen schwierig. Das zu finden. Weil es sehr selten ist. Oder über Mechanismen. Enrichment Chamber. Dirty Steel Dust. Ist das alles? Nee, das ist noch nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte kein Schaf auf einer einsamen Insel. Schaut war das her? Achso, das ist das andere, was man machen kann hier. Was da hingekommen ist, frage ich mich immer noch. Injection Chamber und bla. Da kriegt man dann. Du nicht. Du redest so viel, Mäuschen. Ich versuche, was zu erklären. Ich jage Kühe. Ah, das ist super. Man kann übrigens zurück, also wenn man hier in so einen Teil reingeklickt hat, kann man mit der Backspace-Taste 1 zurückgehen. Hier gibt es aber auch noch die anderen Möglichkeiten, und zwar ein Metallurgic Infuser. Ja, das ist lustig, weil ich es nicht kann. So, Metall. Und das Ding sieht so aus. Ist von Mechanismen. Dafür brauchen wir Kohle und Eisen. Enriched Iron. Und Enriched Iron macht man mit Iron. Das heißt, damit können wir relativ günstig Stahl herstellen. Da braucht man Osmium Ingot und zwei Furnaces. Und das so. Machen wir das doch. So, packen wir erstmal das, was ich hier gemacht habe, weg. Was machst du Schönes bei dir? Ich erkunde gerade. Das ist ein lustiges Schwein, was hat der denn für Loot auf? Der will von dir abgefarmt werden. Ich glaube, dieses Schwein möchte ich haben. Oh, du hast schön viel Kohle gefunden, das ist super. So, erstmal alles wegtun, Head was man nicht braucht im Inventar. Number T. Und noch ein Schwein. Falls man irgendwann auf Rind keine Lust mehr hat, kann man auch Schwein essen. Ich glaube, so, in Minecraft ist man da nicht so wählerisch. Bogen. Ja, cool. Zeig mir Brot. Ruhig dein Hintern. So, Papier brauchen wir nachher. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Ich hab. Aber wir brauchen definitiv Kupfer. Und ganz am besten, viel Kupfer gefunden. Ja, ich schau das Kupfer hier rein. Aber Kupfer und Gold oder irgend sowas könnte sich verbinden. Das heißt, ich mache mal. Wir brauchen eh noch eine Form. Ein Förmchen. Sehr und fett. Zwar mache ich ein. Förmchen so. Wir gucken mir zu, wie ich die Dinger jage. Man kann aus einem Ingot schön eine Form machen, eine Ingot-Form. Und dann kann man alles, was hier so drin ist, rausholen, wenn man es braucht. So, zum Beispiel das hier, da kann ich jetzt 6 Ingots rausholen. Aber da macht es, glaube ich, Sinn. Ne, die lassen wir mal. Vielleicht wollen wir ja eine Kuh farmen, dann können wir sie so zu tun. Noch holen. So. Ich habe kein neues da Fuel. Da oben, das blaue. Oh, unsere Basis ist ein bisschen schön. Mal gucken. Ich muss aber bald zurück. Ach nee, warte, zu essen habe ich ja dabei. Ich kann hier futtern. Yum, yum, yum. Du wolltest doch gerade was erzählen, Mäuschen. Ja, was du da so tust. Blaue. Warum kann ich das nicht? Bloß nicht reinfallen. Was ist das? Das war ungünstig. Ja. Appetit. Deswegen. Klingt interessant. Klingt wie Appetit. Aber mach mal ab. Ach, wir haben ja nur die gute Gags. Naja, egal. So, haben wir eine Treppe. Nicht schlimm. Eine Holztreppe. Ganz viel, ey. Muss auch da rein, so. Brauchen wir erstmal nicht. So. Ich wollte. Das hier langsam. Ist langsam mal fertig. Ja. Wunderbar. 6, 7, 8. 10 ist uns geworden. Hallo? Da rein. Sie kann man hier auch zugucken, wie es weniger wird. Gluck, 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 gluck. Und dann können wir das hier reinpacken. So, wir haben schon ein Stack voll. Dann verdoppeln wir das einfach mal. Brauche ich das gerade überhaupt? Springe ich jetzt Wasser? Weiß ich nicht. Bin ich gerade blöd?
Warum tue ich das? Sonst sterbe ich. Was? Das schaffst du. Wenn du ins Wasser springst, musst du rennen. Oh, oh. Ja. Dann hättest auch nach unten gucken können. Da ist das viel lustiger. Ja, war ein Versuch wert. Gleich nochmal. Warum mache ich das? Ist das sinnvoll gerade? Was brauche ich das Kupfer gerade? Achso, ich... Ah ja. Ah ja, ich erinnere mich. Habe ich nicht erzählt, deswegen. Hier ist auch immer noch mehr Eisen. So, geh mal zurück. Man sieht das ja ganz gut. Wow. Ich brauche das für die Maschinen, die dann Strom erzeugen. Ha. Das war's. Oh, ein Hühnchen. Hey, warum ist da ein Redstone-Block? Tun wir mal da rein. Hm? Ein Redstone-Block? Das ist kein Redstone-Block. Das ist anderes. Das ist Tin-Gravel. Kannst du mit einer Schaufel abbauen. Ich habe keine Schaufel. Oder mit der Hand eventuell. Das glaube ich nicht. Nee, dann. Nicht mit der Pickaxe? Nee, das geht nicht. Das habe ich vorhin schon mal gemacht. Es ist verschwunden. Dann lassen wir das. Ja. Was ist jetzt? Ich sehe nichts mehr. Oh, was ist jetzt passiert? Connection Lost. Timeout. Oh, was ist mit dem Server passiert? Oh nein, ich habe ganz viel dabei. Nee, aber jetzt passiert es nicht mehr. Ja, wenn man so einen Server zusätzlich startet, sollte man... Hat es irgendwie jetzt hingekriegt, der Server, dass es da reingeklickt ist. Ich weiß nicht wodurch. Wahrscheinlich, dass du irgendwo die Maus zufällig genau über dem Fenster hattest im Hintergrund und dann hat es da hingeklickt auf dem Desktop. Obwohl du mal im Spiel bist. Sehr witzig. Wow, hier ist eine mega Schlucht. Ich wäre fast reingefallen. Ja, was ist denn hinter unserem Haus? Ah, das ist ein Schaf. Ich weiß nicht, warum meine FPS so weit runter sind. Wahrscheinlich, weil hier so viel ist. Mal Video-Setting ist. Ich mache die Renderdistanz etwas niedriger. Ich habe leicht Angst, ja. Yeah. Schon besser. Das ist auch der richtige Baum. Wie geht das weiß hier ich rein? Nicht. Scheiße, geh mal schlafen, bitte. Ja. Haustür. Ein Fackelstellen. Ich weiß nicht, was reingeht. Du bist auf jeden Fall nicht in der Nähe. Bin ich beim falschen Baum? Zeig mal, dreh ich mal. Warte. Vielleicht. Wenn du mich nicht da unten siehst. Ja, du bist definitiv beim falschen Baum. Aber warum ist hier noch so ein großer Baum? Das weiß ich nicht. Also ich bin bei den Koordinaten 176 und 1732. Ich will 177. Ja, aber hier ist noch vielleicht so ein riesen Baum. Vielleicht ist es. Ja, dann geh da hin. Da war ich ja gerade. Das sieht aber anders aus. Ja, irgendwie schon. Ist doch 176 in die Richtung und ja, warte, 1732 in die andere. Da muss noch irgendwo ein Baum sein. Sehr interessant. So, gut, weiter geht's hier. Doch, die letzten Minuten unserer Folge. So, wir haben Kupfer geschmolzen. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht irgendwie verbunden. Nee. Kupfer. Und dann hätte ich das gerne in großer Form. Ich glaube, wenn man das darüber rauslässt, dann kriegt man alles raus. Ein bisschen schneller. Gluck, 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 gluck. Und. Jam, jam, jam. Fetter Block auf Kupfer. Wunderbar. Wunderbar. Oh, noch drei Stück. Kriegen wir so raus. Kann ich das auch mal zeigen. So, tschack, nimmt mal eins. Dann gießt man es wieder rein. Dann nimmt man es wieder raus und dann gießt man es wieder rein. Und dann passt das. Und jetzt sind meine Frames viel höher. Ich weiß nicht, warum sie vorhin so niedrig waren. Sehr merkwürdig. 176 und? Achso, es hat noch geladen. 179 oder 176, ja, und 1732. Ah, okay. Dann der Baum. Ja, dann bist du so 200 Blöcke zu weit. Woanders. Okay. Ah, da kommst du. Auf der Karte. Du bist richtig, auf jeden Fall. Nee, ich gehe jetzt einfach. Ich hätte doch mein Latest Death nachgehen können. Ja, wahrscheinlich. Das sehe ich ja. Gut, dann. Das ist ja auch ein geiler Hut, den will ich auch haben. Oh, schon tot. Oh, dann war's das für die Folge erstmal. Möchtest du noch was sagen? Ja. Und zwar möchte ich, dass ihr nächste Folge wieder mit einschaltet. Denn dann geht's richtig ab. Hoffen wir's mal. Dann gehen wir die Maschinen an. Die ersten. Silver Ball Leaves. Gut, also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.